Ja, wo befinden wir uns hier? Erstmal kann ich unten rechts unter der Pyramide sehen, dass dort ein Kamin ist, der uns ein weiteres Level freigibt, wo wir zwei Monde finden können. Aber ich glaube, wir sollten diese Pyramide erforschen. Erstens, weil sie auf dem Kopf steht, zweitens, weil sie schwebt und drittens, weil ich gerade hier hochgeflogen bin mit einer Schleuder. Okay, im Inneren der Kopfstandpyramide. Wir drehen uns einmal um, schauen, dass wir nichts hier vernachlässigen. Nein, es sieht nicht so aus. Super. Oh ja, dich brauchen wir. Nämlich zum Fliegen. Okay, hier waren wir ja schon mal drin. Allerdings auf eine andere Art. Da wollte ich gerade die Münzen auch von der Wand sammeln. Wie dumm war das denn? Gut, Münzen. Okay. Machen wir ein bisschen Retro. Ja, machen wir wohl. So. Oh, der gute alte Mario. Oh nein, das war auch dumm. Okay. So, wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Ach ja, draußen, stimmt. Oh, auf den Kopf gesprungen. Wie traurig. Ach, wie dumm gerutscht, vor allen Dingen. Oh. Hier ist es gerade, ist er. Kann man da durch? Ah! Bonus, Bonus und ein Mond! Oh, wer sagt denn, dass man nicht Geheimnisse mehr entdeckt hier? Voll Energie, das gefällt mir auch noch besser eigentlich. Ich bin froh, dass wir diesen Mond gefunden haben. Und da rein. Schauen wir mal. Okay. Ach genau, dies war's. So, dann müssen wir den jetzt erstmal hier hinlocken, damit er uns ein Loch hier reinballert. Danke. Und durch. So. Gucken wir mal, wo wir hin müssen gleich. Ein Superherz. Das finde ich gut. 6 Leben sind besser als 3, würde ich sagen. So, kann man da hinten noch irgendwo hinfliegen? Gibt es da irgendwas? Hier nicht, ne? Ups. Schauen wir trotzdem mal nachgucken. Wow. Nein, da gibt es glaube ich nichts. Wir müssen also hier hinfliegen. Also locken wir die her und fliegen darüber. Mehr. Und wie lange das aushält. Oh. Ah, jetzt haben wir's. Stacheln berühren. Ich fehlen noch 8 lila Münzen, dann könnte ich mir das komplette Outfit holen und man würde noch was bekommen. Und zwar mit dem Outfit kommen wir in die geheime Tür. Also so geheim ist die Tür auch nicht. Was wäre eine Tür? Na nü. Was ist das? Ein Bossgegner? Zu langsam. Ach, verdammt. Wo ist er da? Befindet sich eine Maus unter dem Teppich? Wieder. Wenn ich springen muss, ein bisschen weiter springen. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Also, ich bin auch gerade getroffen, oder bin ich verkehrt? So, da ist der Mond. Ach, der Mond ist weggelaufen von mir. Wahrscheinlich, würde ich sagen. Okay. Da ist Peach. Auf der Pyramide. Die wird uns auch nochmal einen Stern bzw. einen Mond geben. Ja, hallo, Peach. Mal wieder auf Reisen. Unglaublich, diese riesige Steinding schweben kann. Die Welt ist wirklich voller Wunder. Warum schwebt sie? Warum schwebt sie? Kopf, wie mysteriös.
Ich habe sogar einen Mond im Sand gefunden. Gib gut auf die Nacht. Das mache ich. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Kann ich immer gebrauchen? Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Blumen denken. Dann möchte ich gern nochmal. Ja, das nennt sich Holland. So, ich renne hier nochmal rum. Und da gibt es ja noch so Kleinigkeiten, die man übersehen hat. Weiß es nicht. Das hier? Nö. Dort. Oh, ein Reittier, okay. Reittier brauchen wir nicht, aber hier gibt es auch noch so ein paar Löwen. Und vom Schwanz was runterholen. Okay, oh, aber da sehe ich ein paar lila Münzen. Drei an der Zahl. So. Reittier brauchen wir jetzt nicht. Das ist mir auch zu schnell, um hier rumzurennen. Ich glaube, wir haben hier oben alles abgegrast. Mal kurz die Karte luschern. In die Richtung, wo ich gucke. Mal dahin. Okay, da müssten es noch zwei Monde geben irgendwo. Da springen wir dann mal runter, würde ich sagen. Nein, da springen wir glaube ich nicht runter. Doch, da springen wir runter. Da ist nämlich das... Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Weiß jetzt gar nicht. Und dort hinten ist noch ein Mond auf einer Säule. Eventuell müsste ich... Aber wie komme ich da hin? Runterspringen macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Da müsste man wahrscheinlich mit dem Salamander fliegen. Aber wo war denn dieser Salamander nochmal? Hier oben fehlt ja eine Steinsäule. Ein. Warum steht hier. Ja, genau. Warum steht hier keine Statue? Ja, warum steht hier keine? Vielleicht muss ich hier. Warum steht hier keine Statue? Das ist doch merkwürdig. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Was ist da hinten mit dem... Der leuchtet so. Da werden wir mal hinlaufen. Noch ein Mond. Perfekt. Okay, hier oben fliegen uns die Monde so ein bisschen zu. Aber vielleicht kann man ja mit dem Reittier sich da auf diese Plattform stellen. Und imitiert sozusagen so einen Steinlöwen. Könnte ja gut sein. Wenn ich das so im Kopf habe, gibt das noch total Sinn. Okay, bremsen. Verdammt, habe ich recht gehabt. Und du? Ich kenne diesen Ort, aber meine Tage des öden Herumstehen sind endgültig gezählt. Ah. Miauxi hat mir noch einen Mond gegeben. Okay, können wir da hinspringen? Da brauchen wir wahrscheinlich. Da hinten ist auch nochmal ein Mond. Auf dieser kleinen Insel da. Da fliegt dann noch ein Glitzer-Ding um. Oh, ich wollte abspringen. Och nee, den hätte ich doch. Oh, der ist aber verdammt schnell, ne? Oh, hier ist ein Gemälde. Ich spring noch ab. Hier ist doch ein Gemälde. Kann man da nochmal rein? Das machen wir doch mal kurz. Schauen, wo wir landen. Oh, New Donk City. Hier springt mal diese Sequenz. Kann ich nicht mehr sehen. Sehr cool gemacht, aber was ein paar Mal hintereinander macht, dann macht es nicht mehr so viel Sinn, sich das anzuschauen. Super, schnappen aus dem Mund. Ja, es gibt ja wahrscheinlich in jedem Land so einen Geheimpfad. Nö, kann ich nicht mehr zurück. So, sagen. Wir wollen ja das andere Land erforschen, nicht dieses hier. Das machen wir auch. Ich müsste mit dem Miauxi nochmal hoch, weil den Mond da müsste ich ja bekommen. Das war ja blöd, dass ich da runtergesprungen bin. Also, das war gut, dass ich runtergesprungen bin, aber ich konnte nicht vom Miauxi runterspringen. Was einzig und allein daran lag, dass man normalerweise mit der rechten Maustaste abspringt. Mit der rechten Maustaste. Der rechten hinteren Taste. Was sagen Sie?
Das heißt, ich muss wieder auf die Pyramide rauf. Doch wie komme ich da so schnell wieder rauf, dass ich... dort hinten, darüber kommen wir ganz schnell rauf. Perfekt, das machen wir schnell. Hier, den Mond haben wir uns ja schon geholt. Oh, ich kann die Schleuder nehmen. Noch schneller. Nein, das war dumm. Die Schleuder sollen wir nicht nehmen. Soll ich hier raus? Dann müsste ich ja die ganze Pyramide nochmal machen. Da haben wir keine Lust zu. Nein, wir werden hier mit dem Seil dort hochfahren. Verfliegen. Müssen wir einfach mischen. Rollen und speeden und speeden und rollen. Na komm. Ist so putzig, der Mario. Egal was er hat, ich kann mich immer beömmeln über ihn. Ein lustiges Kerlchen. Okay, hier komme ich nicht so schnell hoch. Ich von da hinten? Ach ne, müsste ich ja ganz darüber. Ist hier nicht irgendwas am Boden vielleicht? Nein, da muss ich von da kommen. Ach, das ist ja alles blöd. Das ist ja wirklich blöd. Na gut. Dann ist das halt so, dann rennen wir schnell mal dahin. Wobei ist es ja auch nicht. Eventuell können wir da noch mal zwei, drei Sachen mitnehmen. Ach, guck mal, da sind noch ein paar Plakate. Von der Hochzeit. Das ist aber nicht schön. Die machen wir runter. Hässliche Plakate. Was hat er denn? Dreht doch komplett ab. Was? Wer hat diese bloß ausgegangen? Sie war schon in der totalen Umgebung. Dann mache ich die weg. Aber ich krieg die nicht alle weg. Oder? Oh, hier sind noch ein paar. Okay, ihr wisst, ich wollte auf die Pyramide rauf und habe mich jetzt wieder ablenken lassen. So ist das. Kann man nichts gegen machen, ne? Gibt es auch einen Maxi? Hier gibt es auch eine Tür. Hier gibt es ein Wettrennen. Okay. Aber jetzt versuchen wir erstmal hier die letzten abzubekommen. Oh, gar nicht so einfach. Okay, das vielleicht auch nochmal. Okay, der oberen sind natürlich schwierig zu treffen. Da kann man es wahrscheinlich nur von oben, von dem Gebäude aus. Geht man da runter. Oder man muss da an der... Na, man kann da auf dem Vorsprung längs gehen, sehe ich. Aber wie komme ich da rauf? Einen gezielten Stachelsprung. Aber so kriege ich die auf jeden Fall runter. Gut, das machen wir gleich mal hier auch nochmal. Ups. So. Okay, die beiden sind auch ab. Fehlen ja nur noch diese hier. Das ist die Frage, wie ich da so leicht rankomme. Ich nur mit einem. Okay, mit einem Dreiersprung müsste es klappen. Versuchen wir mal. Okay, das gleiche machen wir hier nochmal. Da ist ein bisschen Timing gefragt. Was sollte machbar sein? Okay, ein bisschen dichter ran, dann klappt das. Versuchen wir es nochmal. Ups, ups. Oh nein, war zu dicht dran. Hä? Müsste noch eigentlich mein Dreiersprung gewesen sein. Versuchen wir von der Seite. Ja, zu schwach. So. So. Sagen, irgendwie muss es runterbekommen. Ich weiß, es hat etwas gedauert, aber ich habe es ja geschafft. So, der nächste Mond. Ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Natürlich gehen wir auch in dieses Gebäude rein. Muss ja eh aufs Dach. So, Wettrennen machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen mal rein und holen uns die zwei Monde, die wir hier abholen können. Mir müsste es ja auch zwei geben. Eieiei. Der Münzgeiler Mario bin ich. Ich bin ein Münzgeiler Mario. Okay, was haben wir denn hier? Gleich mal gekapert. Ah, ein paar Münzen. Und schnell rüber, bevor das Ding... Okay. Ach so, okay, da kommt noch eine. Zack.
Okay, dann haben wir die ganze Zeit rein. Fliegen wir da raus. Nein! Muss ich. Oh, verkehrt rum in Steuerung. Blöd. Okay, weiter geht's. Okay, okay, hier geht's längs. Oh, da ist ein Mond, den hab ich gesehen. Muss ich hier längs fliegen dafür? Ja, muss ich wahrscheinlich, aber tot gehen sollte ich aber nicht. Gar nicht so leicht. Die Steuerung invertiert sich nämlich so. Was invertiert sich ja nicht, aber bleibt gleich. Und wenn man dann über Kopf fliegt, dort ist anderes. So, nehmen wir die Münzen mit hier. Komm her, die nächste Kanonenkugel. Ich weiß nur nicht, wie lange ich da drin bleiben kann, wenn ich normal fliege, statt schnell zu fliegen. Mach doch nicht, wir sind erstmal hier, dann nehmen wir diese Kugel. Oh, das war auch gar nicht so schlecht. So, den letzten Mond haben wir. Kugelwilli, ja. Kugelwilli muss ich jetzt wieder rausbringen. Oh nein. Naja, den Mond habe ich. Und ein Leben habe ich auch verloren. Super. Denn sobald sich das Ding dreht, also auf den Kopf dreht, steuert man halt dann. Also jetzt steuere ich rechts, links, ganz normal. Dann natürlich, das Gegenteil ist ja klar. Trotzdem nervt's. Letzte Sekunde, aber den Mond haben wir. Perfekt. So, haben wir mitten durch den durch das Kugelwilli-Labyrinth auch abgeschlossen. Aber wir sind auf dem Dach, das ist schon mal gut. Das sind ja Hügel, die werden wir einmal platt hauen. Warum auch immer, aber... Vielleicht springt dabei ja noch ein Mond raus. Ich glaube es zwar nicht, aber was kann er sein? Immer gibt es Münzen. Münzen mag ich auch. Münzen finde ich gut. Kann ich mir auch verschiedene Sachen verkaufen. Okay. Bevor wir hoch auf die Pyramide fliegen, lass uns doch mal den hier nehmen. Ah, immer dagegen geknallt, das ist das Video. Super, Mario. Erwischt. Tic-Tac-Turnier 1. Okay. Wir wollen aber nochmal auf die Pyramide rauf. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ganz auf die Spitze, um diesen Löwen zu nehmen und dann da runter zu springen und auf diesem Ding da zu landen. Das sollte doch möglich sein. Ich glaube ja. Ich hatten wir ja schon. Ah nein, hier ist gar keiner mehr. Oder kann man den anrufen, dass er kommt? Natürlich auch nicht schlecht. Ah, okay, bestimmt. Jetzt, ruf mich. So. Langsam, langsam, langsam. Ja, ich kenne den Ort, ich weiß. Ja. So, war das Ding da? Wieso kann ich kann nicht abspringen, wenn er. Aber. Wieso landet er denn nicht da oben? Na gut, den müssen wir uns dann in der nächsten Folge holen, den Mond. Denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Obwohl, vielleicht schaffen wir es ja nochmal ganz gemütlich, den Mond da hinten zu holen. Was hat er denn? Ich habe gehört, irgendwo gibt es einen unterirdischen Zugang, der da hochführt. Hm, das ist doch gut. Aber weißt du auch zufällig, wo der ist? Ja, fantastisch. Ich sehe auf jeden Fall, dass da oben was glänzt. Eine kleine Box, die man wahrscheinlich kaputt machen kann. Doch wie kommt man darauf? Einfach nur so kommt man da nicht rauf. Warte mal kurz weiter. Hier geht's noch runter. Nee, nee, nee. Okay, es war fast. Fast. Na, man muss sagen, es war fast. Nochmal.
Wenn es normal. Durch ein gekonnter Sprung, den man da machen muss. Oder? Das können. Nee, ich kann es nicht. Warum kann ich es nicht? Bin so doof. Ja, und der irdischen Zugang gibt es wahrscheinlich dort. Aber da kann man nicht drin schwimmen. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht so einfach mal rüber geschossen. Oh, aber vielleicht zeigt mir die Vogelscheuche hier, wie ich das machen muss. Oder auch nicht. Nee, das kann ich gar nicht schaffen. Von der Zeit rettet das überhaupt nicht. Was soll ich denn da machen? Soll ich rollen? Soll ich kugeln? Brauche ich dann Mauxi? Aber Mauxi kann ich nicht springen, ne? Das kann ich ja nicht schaffen. Na gut. Ich würde sagen, wir lassen diese Runde mal gerade sein, denn... Och, lande hier. Perfekt. Probier ich doch nochmal das Ding da oben zu holen. Und danach schließen wir das hier. Da ist auch noch eine einsame Dame da unten. Die müssten wir auch nochmal zirzen mit ein paar Gumbas. So, dass wir diesen Stern auch bekommen. Mond. Mond. Nicht Stern mehr. Hilft doch überall gegen, ne, Mario? Aber du bist doch ein kleiner Trottel, ne? So, wir holen uns mal kurz nochmal an Mauxi. Ja. Danke. So, er geht schön langsam hier rauf. So. Ja, du warst hier schon mal und das ist alles so traurig gewesen. So, wir wollen jetzt aber da runter auf den. Kannst du mir da helfen? Ich komm da wirklich nicht rauf. Naja. Den Mond hier oben. Wenn ich den gerade hier sehe, nehmen wir den noch mit. So, noch ein Mond. Und das war wirklich der letzte Mond für heute. Und ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Abend und sage Moin Moin.